Und damit willkommen bei Let's Play Bioshock. Wir machen jetzt an der Stelle weiter. Dazu muss ich sagen, ich hatte schon mal 22 Minuten aufgenommen, allerdings ist mir dann Bioshock abgeschmiert und es hat nicht gespeichert, weil ich nicht gespeichert habe. Und daher machen wir das jetzt einfach nochmal. Ich habe mal geguckt, was jetzt schnell speichern ist. Das ist F8, wie ich mir so gedacht hatte. Und das werde ich jetzt auch zwischendurch einfach mal machen müssen. Weiß nicht, fang gleich mal an. Dateien werden gespeichert. Yeah. Einfach um es gleich mal gezeigt zu haben. Und ich lade als erstes mal meine Pistole. So. Gut. Und dann haben wir hier noch Pistolenkugeln. MG-Patronen haben wir voll. So, ich hab mal, mal ganz kurz gucken. Audio, Stereo, Quad, Surround, 5.1. Machen wir erstmal 5.1, das ist wichtig. Halbe nutzen, ja. Okay. So. Wenn man schon die Möglichkeit hat, sollte man es auch nutzen. Mit Sicherheitsnotschalter. Antiperson. Also Panzer habe ich nicht. Dann machen wir als erstes hier oben mal die Kamera klein. Und wir müssen ja auch noch die Forschungskamera besorgen. Und noch eine Vita Chamber, okay. Gut. Würde ich sagen, wir hacken als erstes mal den Automat und dann hören wir uns mal das Audio-Tagebuch an. In den Audio-Tagebüchern werden wir dann auch noch ganz viele zu hören bekommen, habe ich festgestellt, also es sind ja wirklich sehr viele, um einfach auch erstmal die Geschichte von Raptor, was alles gerade so abgeht, näher zu bringen. Das finde ich auch sehr schön. Ist jetzt für Let's Play nur manchmal nervig, wenn man dann alle pro Minute einmal ein Audio-Tagebuch hat fast. So, und einmal gehackt. Was können wir uns kaufen? Hammer. Brauche ich Uni? Möchte ich Uni haben? Okay. Kiste. Und auf Fontaine aufpassen. Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Visionen. Ja, Fontaine ist manches mal so ein bisschen ein komischer Mensch, sag ich mal. Aber ich sag mal, solche Irren sind eh alle ein bisschen, will nicht sagen bescheuert, aber alle nicht ganz normal. So. Und einmal die Kamera gehackt. Habe ich in der anderen Aufnahme, die ich ja schon mal gemacht habe, nie gemacht. Dort habe ich die dann auch zerstört. Aber wenn wir hier ein paar Freunde haben, wird uns das nicht schaden. Genau, hier waren drei Splittergranaten. Daran kann ich mich noch erinnern. Gut versteckt auf jeden Fall. Und hier haben wir Büro des Hafenmeisters. Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Ich glaube mal, diesen Artikel aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen machen. Los, achten wir auf Energie. So. Gut, ja, machen wir doch lieber Telekinese. Ist besser. Tisch. Einen Pet-Riegel. Pistolenkugeln kann man nicht alle mitnehmen. Hier haben wir hier noch was. Hinten gehen wir dann lang.
So, erstmal gleich aufgeräumt. Jetzt habe ich die Geschütze leer. Oh! Gut, Wein brauchen wir nicht. Dann haben wir hier mal eine Nietenpistole mit dem Ether-Drum, das ist nicht schlecht. Verbandskasten, ja, tauschen wir mal aus. Taktmine nehmen wir auch mal mit, kann ja nicht schaden. Irgendwann brauchen wir sie vielleicht, oder nee. Halt. So, dann hier. Ja, das ist eine gute Idee, der Hinweis kam jetzt nicht. Haben wir hier oben irgendwas, wieso wir hier hoch können? Oder einfach nur so? Denke ich eher einfach nur so. Gleich leer. Bandagen muss ich nicht nehmen. Spritze brauche ich rein hier. So, gucken wir mal. Oh, ein Big Daddy, der Arme. Naja, zumindest haben wir ein bisschen Kohle dabei. Und wir gucken gleich durch. So. Noch eine Kamera. Granatwerfer. Den Safe hacken wir gleich. Tisch ist leer. Würde ich sagen, hören wir als erstes mal das Audiolog ihrer Gesetze oder meine halt. Wir hängen jetzt also Leute auf. So weit ist es mit uns gekommen. Ich mache die Gesetze nicht. Ich wende sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Ryan und seine Leute müssen sich entscheiden. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke vor die Füße. Okay, dann hacken wir mal. So, einmal. Was ist in dem Safe schönes drin? An die Person gucken, das ist gut. Panzergranaten, Wärmesuchend noch besser. Und 23 Dollar. Damit lässt sich schon mal arbeiten. Okay, das waren die mit den AK-Analogen. Gut. Jetzt waren wir gerade in dem Raum. Hier hat man gerade Flammer genommen. Aber gab es da drüben noch was? Nö. Nee, soweit auch alles abgefrühstückt. Würde ich sagen, machen wir nochmal kurz F8. Ich werde jetzt oft speichern, das möchte ich euch schon mal vorab sagen, aber da es relativ schnell geht. Kein Problem. An die Personenmission gegen die Panzer beziehen, das ist auf jeden Fall wichtig. Was haben wir denn dort? Das ist doch Gatherers Garden. Ach hier, Hauspostumschläge. Gucken, ist einer davon für mich? Nein, nein, nein. Steht nirgendwo Jack drauf. Schade. Ganz kurz, der Protagonist der heißt Jack, deswegen habe ich jetzt auch gesagt, steht nicht Jack drauf. Und nicht mein Name, weil... Kann man doch irgendwie... Weiß ich gar nicht, ob man dort hinkommt, ich glaube fast... Gehen wir dann hier und da... Ja, weiß. Gehen wir jetzt erstmal hier lang. Weiter...
Okay. MG-Patron haben wir voll. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Er nimmt sich der kleinen und schwachen Kinder an, denn er ist stark. Hier. Jesus dann nehmen wir mal die Kamera von Sullivan. Fotografiere Gegner mit der Kamera, um sie zu erforschen. Jeder Gegentyp hat ein einzigartiges Set verschiedener Forschungsboni. Versuche ein Foto von dem Splicer auf der anderen Seite der Scheibe zu machen, wobei du das Motiv zentrierst und heranzoomst. Spider Splicer Forschungsfortschritt. Neuer Forschungslevel erreicht. Erhöhter Schaden plus. Spider Splicer sind anfällig für Antipersonenmunition und Elektrizität. Fotos gemacht. Für so leicht durchschaubar hältst du mich also. Also wir brauchen jetzt auf jeden Fall Spider. Spider Splicer. Das ist Leadhead Splicer. Erhöhter Schaden plus Leadhead Splicer sind anfällig für eine Person-Munition und Hitze. Du glaubst, du kannst mich rauskriegen! Lappe. Ich kann mich nur jetzt gerade nicht so gebrannt. Ach, und hier komme ich jetzt also. Du glaubst, du kennst mich! Ach. Jetzt verstehe ich das. Ich habe mich nämlich das letzte Mal gewundert. Also hier kommen wir nämlich jetzt irgendwie nicht mehr lang. Da wollte ich nämlich dann das letzte Mal wieder zurück, aber es ging eben irgendwie. Und da war ja dann hier die Wand und die hat sich jetzt quasi verabschiedet. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Ich bin einfach einsam. Ich bin allein. So, hier das Plasmid, das nutzen wir dann gleich, aber erstmal Leadhead Splicer Forschungsfortschritt ist C. Also Kamera. Also man kann ja eigentlich sehr vieles fotografieren. Erhöhter Schaden plus Sicherheitskamera sind anfällig für panzerbrechende Munition und Strom. So, dann nehmen wir mal den Sicherheitssender. Neues Plasmid-Sicherheitssender. Nerven Sie verdammte Sicherheitskameras, markieren Sie Ihre Feinde mit unseren Foto elektrischen Insekten und schon sind die Kameras und beschützen Ihre besten Freunde. Holen Sie sich nur die Bus ein, noch heute. Das nehmen wir jetzt mal rein anstatt Fackeln. Plasmid bei Wine Industries. Checken Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Wolf Today. Gut. Du glaubst, du kennst mich! Okay. Läuft. Hat es noch geklappt mit dem Sicherheitsbot? Ja. Sehr schön, dass es geklappt hat. Sicherheitsbot, Forschungsfortschritt, erhöhte Schaden plus Sicherheitsbot sind jetzt anfällig für panzerbrechende Munition und Strom. Hey! Schrotflinte, Müllschrot. Kann ich momentan nicht mehr mitnehmen. Da nehmen wir mal einfach die normale Muni. So, die ist erstmal weg. Bestimmt Schrot hat man voll. Kiste ist leer.